Willkommen zurück zu Spellforce, einer weiteren Folge aus meiner Spellforce-Reihe. Und ja, die schon ziemlich lang geht, aber ich hatte es ja in den allerersten Episoden ja auch schon angekündigt, dass es ein sehr umfangreiches Spiel ist, sehr lange dauert. Ja, und es warten ja noch die beiden Add-ons auf uns dann im Anschluss zum Hauptspiel. Die gehen aber, soweit ich weiß, dann nicht ganz so lange. Die haben also nicht ganz so viele Karten. So, und wir gehen jetzt nochmal da unten zu dieser einen Kiste, die wir schon vorher mal gesehen haben. In der Zeit gucke ich hier. Und da. Mir nach. Genau. Die zwei niederen Dämonen, die machen wir jetzt einfach mal weg. Feindlicher Angriff! Runenkrieger, zu mir! Ich würde mal gerne interessieren, was denn der Nebel eigentlich macht. Man sieht es hier leider nicht. Ups, nein, ich will nichts beenden. Und los! Folgt mir! Gut, wird der Mühe wahrscheinlich eh nicht wert sein, aber wer weiß. Was ich auf jeden Fall mache, bevor ich in Fallons Heim gehe, auf jeden Fall nochmal nach Graufurt und verkaufen. Und mal gucken, ob vielleicht ein paar Händler jetzt ein paar neue Sachen haben. Schnell. Ja, gut. Wie schon gedacht, hätte man sich fast sparen können. Folgt mir. Hier ging es jetzt irgendwie nicht noch irgendwo runter. Nee. Hier auch nicht, oder? Das ist nur Staffage hier. Dass da irgendwas ist. Sieht fast so aus. Genau, da kommt man nicht runter. Dann vorwärts. Würde ich sagen. Sofort. Genau, wir gehen da wieder hoch. Und gehen dann mal hier hoch. Tarsdina, das klingt danach, als ob es da irgendwo einen Gegner mit dem Namen Tar gibt. So, die Medusa geht auch nur bis hierhin. Und wie gesagt, hier unten würde ich sie eigentlich dann nehmen wollen. Also nehmen in Form von töten. Nicht das, was ihr kleinen Schlawiner schon wieder denkt. Da muss ich jetzt aufpassen, wenn meine Leute jetzt da lang gehen, weil die steht hier vorne. Weil das wäre auch perfekt gewesen eigentlich. Weil hier sind keine Gargoyles. Mir nach. Folgt mir. Also ist die das. Ist das doch nochmal ein anderer Medusa? Und los! Hier unten stand ja eine. Vielleicht, gut, vielleicht ist sie, dass die jetzt einfach nur mal hier kurz an die Seite geht und dann jetzt hier gleich weiter. Wobei, ich kann die doch hier angreifen. Hier sind doch überhaupt keine Gargoyle. Ja, auf geht's. Attacke. Ich sehe hier. Oh doch, da ist einer. Wir werden angegriffen. Oh, da war noch einer. Scheiße. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Sie sind überall! Na, ich bin wieder. Na, ich bin versteinert, deswegen kommt da natürlich wieder kein Schaden rum. Haltet durch, Männer! Oh, komm ich endlich raus? Komm, lass mich raus, lass mich Lies raus. Die Reihen. Jetzt. Feindlicher Angriff! So, den Gargoyle wegmachen. Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Jetzt bin ich wieder versteinert. Ja, das meine ich mit dem Pech halt, ne? Durch, das Männer. Verstärkt die Deckung! Wenigstens den noch wegmachen. So. Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff!
eine Heilung hier raushauen. Die Linien müssen halten. Verstärkt die Deckung. Die Heilung ist weg jetzt. Ja, und die halte ich wieder gegen so ein bisschen. Ja, das wird nichts. Folgt mir. Ja, die haut mich jetzt weg. Verstärkt die Deckung. Ja. Die macht doch übelst Schaden, wenn ich das mal so feststellen darf. Gut, aber ich habe die beiden Gargoyles da weggehauen. Das heißt, jetzt kann auch der Rest da weggehauen werden. Aber schön ist es jetzt nicht. Ich habe die Gargoyle echt nicht gesehen. Also, keine Ahnung. Ich meine, ich habe zwar eine gewisse Farbsehschwäche, aber... naja, aber in dem Fall ist das nicht so schlimm, weil wir haben ja Gott sei Dank einen neuen Spot entdeckt, wo wir alle wiederbeleben können. Und das ist auch nicht so weit weg von der Karte. Derweil gucke ich nochmal ins Questlog. So, ich muss 4 Splitter der Zeit finden. So, 2 sind Farlorms Heim und einer ist im Spalt. So, und wie gesagt, den vom Gottwall habe ich ja schon. Hätte mich auch gewundert, wenn ich den noch nicht gehabt hätte. So, aber ich glaube, hier sieht man, dass ich da auf jeden Fall wieder XP verloren habe, da ich also gestorben bin. Das ist natürlich richtig kacke. Weil ich brauche die XP ja eigentlich, um mal irgendwann mal den Exekutor tragen zu können. Aber vielleicht war da tatsächlich der Spalt dann. Ich meine, das war so ein Ding, wo ich dann auch mehr mit so Verteidigung gearbeitet hatte. Und da auch recht viel XP machen konnte. Aber so richtig sicher bin ich mir da jetzt nicht. Ja gut, wir werden sehen. Jetzt kommen ja noch ein paar Karten. Darf ja nicht vergessen, wir haben ja die Trolle, wir haben die Orks noch nicht in Aktion gesehen. Da gibt es also Karten mit Orks, also Ork-Monumenten. Wir haben die Trolle noch nicht in Aktion gesehen und wir haben die Dunkelelfen noch nicht in Aktion gesehen. Das also bedeutet, dass da noch einiges kommt. Ich sage ja, das Spiel ist sehr umfangreich und auch deswegen auch mir sehr positiv in Erinnerung geblieben damals. So, Karia kommt jetzt noch dazu. Dann haben wir es immer wieder komplett. Ich gehe aber auch mal stark von aus, dass wir auf der nächsten Karte in Farlorms Heim auf jeden Fall schon mal dann die Ork-Monumente finden werden. Bin mir allerdings nicht sicher, wie das war, ob man auch Ork und Menschen oder Elfen oder Zwerge zusammen haben konnte, ob es da so Karten gibt oder gab. So, da ist immer wieder komplett. Folgt mir. Ja, also viel zu tun wird es auf dieser Karte wohl nicht mehr geben. Oh. Achso, aber da kommen wir wahrscheinlich erst noch hin, wenn das Tor offen ist. Oder? Nee. Ah, doch, klar. Doch, hier muss das Tor gewesen sein, genau. Also kommen wir da so erstmal nicht durch. Schätze ich mal. Da wird wahrscheinlich noch ein Tor sich befinden, wo wir erstmal nicht durchkommen. So, aber jetzt dürften dann keine, Gargoyle mehr in der Nähe sein.
Also ich kann das gar nicht oft genug wiederholen, aber ich meine, dafür, dass das Spiel von 2003 ist, hat sich die Grafik also recht gut gehalten, finde ich. Also man, es ist noch spielbar, es verursacht nicht massiven Augenkrebs. Ja. Auch wenn das natürlich der eine oder andere jetzt momentan anders sieht. Aber es sieht halt einfach noch gut aus. Und los. Das kann man nicht anders sagen. So. Also ich müsste die Medusa jetzt hier nicht mehr machen, aber ich mache sie jetzt, weil... Vorwärts. Ich will sie. Ja, das ist wie gesagt was Persönliches mit denen. Was, auch wenn das jetzt die letzte ihrer Art ist, das ist mir ja scheißegal. Ehrlich gesagt. Schnell. Schnell. Die kriegt jetzt erstmal die volle Gönnung. Da ist sie schon. Auf geht's. Wir werden angegriffen. Verstärkt die Deckung. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. Wo kommt der denn jetzt nachher? Okay, haben wir den erstmal weg. Sie sind überall. Ich mach einfach mal den Nebel, keine Ahnung, ob der irgendwas bringt. Vorsicht, Gegner! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Runenkrieger, zu mir! Schließt die Reihen! Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt. Ah, die hat mich im Visier. Ein bisschen gegenheilen auf jeden Fall. Vorsicht, Gegner! Aber da werde ich wieder sterben, oder? Gibt's doch nicht. Na los, kriegt sie noch irgendwie down. Das Problem ist, wenn ich jetzt gleich wieder stehe, sind meine Gegner, also meine Helden auch weg. Boah, ist das nervig. Gut, also, dann werde ich mal meine privaten Fäden mit dieser Medusa einfach mal sein lassen. Wobei da jetzt echt eigentlich nichts mehr passiert. Nee. Das ist jetzt echt was zu Persönliches. Ich will die weg haben und habe schon wieder XP verloren. Aber das ist mir jetzt. Das ist jetzt was Persönliches einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da kann ich jetzt nicht anders. Das gibt es einfach nicht. Ist das noch eine besondere irgendwie? Ja, auch nur eine 25er. Keine Ahnung, wo da der Gargoyle dann noch herkam, aber. Nee. Das ist jetzt immer noch was Persönliches. Und ja gut, ich hatte jetzt halt eben das Pech, dass die mich dann direkt ins Visier nimmt. Also wenn die mich nicht weghaut, dann... Und der Heiler halt auch noch Mana hat. Das kommt ja noch hinzu. Dann passiert ja nicht viel. Nachteil außerdem bei dieser Aura ist ja auch, dass die... ja, auf quasi dahin springt, wo Leben fehlt. Und alle hatten ja irgendwie so ein bisschen Leben verloren. Nee, also da kann ich nicht anders als da. Die muss jetzt noch fallen. Das ist mir scheißegal. Ehrlich gesagt, das ist jetzt was Persönliches. Das ist was Persönliches. So, gibt's noch irgendwas? Schuppen eines Drachens? Nee, haben wir noch nicht. Ja gut, die können wir nicht abschließen. Die können wir abschließen, Urak. Die Frage ist... Südliche Windwallberg. Okay, das wollte ich nämlich gerade fragen. Das war, glaube ich, da, wo diese Zwergensiedlung ist, wo das auch mit diesem Riesen war.
Reg und Schalach, den müssen wir dann wohl erstmal finden. Schattenwelt. Seelensteine. Achso, das hatte ich ja eben. Genau. Lichtseil, das heißt, da kann ich zu Tanara nach Graufort. Da macht die mir eine Robe. Ja, ihr seht, das dauert eine Weile, bis die alle wieder nachgespawnt sind, aber. Also ich gebe mir jetzt noch einen Versuch. Einen Versuch gebe ich mir jetzt noch, die hier zu legen. Und dann, weil es dürfte auch wirklich die letzte sein jetzt hier auf der Karte. Und es dürfte ja eigentlich auch überhaupt gar kein Gargoyle mehr da in der Nähe sein. Ja. Aber es ist trotzdem komisch, dass ich mich an diese Karte einfach so jetzt nicht erinnern kann. Also, wie gesagt, als ich eben gelesen habe, der Spalt, da kam sofort wieder irgendwas hoch, was auch nicht sehr angenehm war. Aber, ja, das ist ein bisschen merkwürdig, finde ich. Also normalerweise kenne ich das ja alles mit der Zeit. Aber hier, nee. An die Karte kann ich mich echt überhaupt nicht erinnern. Und ich frage mich auch ernsthaft, wie ich die geschafft habe. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es da grundsätzlich immer geschafft hatte, den Medusen auszuweichen. Aber kann auch sein, dass ich das so gespielt habe, weil, ja. Ich überlege, wie viele Tode ich hier schon habe. Naja, es ist so, wie es ist. Ja. Der nächste Versuch. Schnell. Ja, ich hatte es ja in einer anderen Folge schon mal angedeutet, dass es ja von Spellforce zwei Add-ons gibt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich im ersten Add-on Breath of the Winter auf jeden Fall einen neuen Char spiele, muss man ja sowieso neu erstellen, der dann ja höchstwahrscheinlich eher so in Richtung Zauberer gehen wird, also sehr wahrscheinlich sogar. Ob es jetzt welche Richtung, weiß ich noch nicht so ganz, ob das jetzt Feuer, Eismagie oder eine Mischung aus beiden oder halt Nekromantie oder sowas gibt es ja alles, das muss ich mal gucken. Und im zweiten Add-on ist es ja so, dass man dann einen von diesen beiden Charakteren, also entweder den Krieger hier oder dann halt den Zauberer im ersten Add-on ja quasi wieder weiterspielen kann. Da werde ich dann auf jeden Fall den Krieger weiterspielen. Und so wie ich das in Erinnerung habe, ist es dann wohl auch so, dass der Char aus dem ersten, also mein Zauberer dann quasi, auch dann einen Auftritt hat da drinne. Ich weiß eigentlich nur nicht, wie das ist mit den ganzen Gegenständen. Ob die dann da mit übernommen werden. Ich hoffe ja mal. Vorwärts! Auf dem Weg! Alles klar! Weil umso wichtiger wäre es, dass ich den Executor da, Executor da mitnehmen kann als Waffe. Auf dem Weg! Schnell! Linien müssen halten. Sie sind überall. Haltet durch, Männer. Ich glaube, mein Heiler wurde einge... Ja, nee. Doch, auch, ja. Schlagt sie zurück. Aber der ist jetzt wieder da, der kann jetzt heilen. Sehr schön. Trotzdem... Ah, gerade so. Haltet durch, Männer. Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Wenn ein Heiler halt gegen was geht, komm.
ich hier auch noch mal was raus. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Okay, aber wenigstens ist die... Ja, ich wollte gerade was sagen, was mit Duschlampen zu tun hat und so weiter. Mir nach. Gut, aber... Da kann ich mit leben. So, und dann treffen wir uns jetzt hier quasi sofort an dem. Bin ich hier auch schon gewesen irgendwie? Ich glaube, da bin ich auch schon gewesen, oder? Ja, ja, gut, da ist schon eine Kiste, dann war ich hier wohl schon. Ja, ohne Heiler möchte ich ungern jetzt da hoch. Aber ihr seht, das geht jetzt auch schneller im Respawn, weil ich genügend Runenkraft wieder regeneriert habe und jetzt nicht alle nachziehen muss. So, die persönliche Fehde ist erledigt. Jetzt gucken wir nochmal, was mit diesem Tars Diener auf sich hat. Dann sind wir mit dieser Karte erstmal, glaube ich, fertig. Weil dann müssen wir, glaube ich, weiter nach Farlonsheim. Weil durch dieses Tor, das große, kommen wir ja nicht. Und hier? Hier wahrscheinlich auch nicht. Da kommen wir wahrscheinlich erst durch, wenn wir dem Wächter seine Teile da gegeben haben. Ja, wobei probiert habe ich es nicht, aber ja, mal gucken. Wir müssen ja eh nach Farlonsheim und dann später hier zurück. Und dann wird er uns ja wahrscheinlich erst dann irgendwas geben. So, da ist Karia wieder. Auf mein Kommando. So, Heilungsaura, Trägheitsaura, Standardprozedur. Folgt mir. Nur mal gucken, was mit den Jungs hier ist. Erstmal jetzt nicht so dramatisch. Keine Ahnung, was die machen, ob die übernehmen oder sowas. Sieht jetzt aber nicht so danach aus. Verstärkt die Deckung! Vorwärts! Zur Ehre Aonies. Ja. Egal. Gibt auf jeden Fall auch XP. Dann habe ich ja jetzt genug durch die Medusen verloren. Folgt mir. Zur Ehre Aonies. Muss ich jetzt auch mal alles mitnehmen, was geht hier. Verstärkt die Deckung. Vorsicht, Gegner. Schnell! Sofort! Ich glaube, hier irgendwo steht er dann. Könnte ich mir vorstellen. Ja, aber so erstmal kein Problem, auch heilungstechnisch nicht. Keine Ahnung, was der da für einen negativen Effekt verwirren. Okay, ja. Sie sind überall! Größeres Gebiet. Eieiei, hier geht es ja richtig ab. Das lohnt sich ja nochmal richtig, hier hoch zu gehen. Zum Angriff!
mir nach. Ah, eine Kiste. Mit zwei Bewachern. Deckung. Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Ja, aber auch nichts, was sich jetzt großartig gelohnt hätte. So, hier geht sowieso nicht weiter. Das heißt, wir gehen jetzt in die Richtung. Mir nach. Ja, also im Endeffekt, summa summarum, sind die Medusen eigentlich mit den Gargoyles zusammen wirklich die Herausforderung auf dieser Map gewesen. Also das Spiel hat natürlich die extra so stark gemacht, weil er sagt, man sollte die umgehen, möglichst. Habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht. Ich habe es jetzt einfach weggehauen, auch wenn das natürlich XP-Verlust zu XP-Gewinn natürlich überhaupt gar keine Relation war. Letzten Endes habe ich natürlich jetzt mehr XP verloren bei der ganzen Geschichte, aber gut, wie gesagt, jetzt kann ich mich hier gefahrlos bewegen. Oh, hier sind echt überall Kisten, es lohnt sich echt nochmal hier zu gucken. Also, ich in der Hoffnung hier auch wieder irgendwas ähnliches wie den Executor zu finden. Da ist auch der Obermufti von denen. Für die Freiheit! Gut. Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Wir werden angegriffen! So, erstmal Fokusschaden auf eins seiner Diener machen. So. Da der nächste Diener, die Heilung. Schließt die Reihen! Wir werden angegriffen! Ja, die Aura war gar nicht an. Feindlicher Angriff. Das ist ein Hinterhalt. Jetzt ist sie wieder an. So, jetzt gehen wir auf den Plexomentar. Okay. Aber hier hat ja auch was Vernünftiges da drin. Haltet durch, Männer! Wir werden angegriffen. Ach, da ist sogar noch ein Diener von dem. So, Tars Kopf. Schlachtenring, der ist auch, glaube ich, was für mich. Utrana Meisterarmbrust, Kampfkeule der Nordmänner, große Schlagwaffe, mehr habe ich nicht. Aber der Ring. Ja, kann ich nicht tragen, warum? Schwere Rüstung 9. Ja gut, kriege ich erst, wenn ich Level 20 bin. Okay, aber ich habe ihn schon mal. So, folgt aber hier ging es ja noch irgendwo weiter. Glaube ich, genau hier. Folgt mir. Aber letzten Endes haben wir das Gebiet jetzt auch gesäubert mit dem Obermufti hier. Falls hier noch irgendwas liegt. Nee. Und dann können wir theoretisch dann auch schon mal langsam nach Farlons Heim aufbrechen. Wow, der auch nicht schlecht hier. Folgt mir. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal hier hoch. Und los. Folgt mir. Ansonsten sind wir mit der Karte, glaube ich, durch, weil hier kam man doch nicht runter, oder? Doch, kam man. Wo war ich da schon? Doch, hier waren noch diese Drachlinge. Da war ich schon, ja. Naja. Und hier hoch ging es dann zu dem Tor. Genau, da kam ich ja noch nicht rein. Da konnte man irgendwas... Das sind auf jeden Fall zwei Kisten. Das sieht mir auch aus, dass das Plänekisten sind. So, und hier runter kam man ja nicht, oder? Ich glaube, nein.
Na gut, während meine Truppe am Laufen ist, ist auch schon wieder eine halbe Stunde rum. Ja, freut euch auf die nächste Episode, wenn es dann weitergeht nach Fallumsheim, beziehungsweise erstmal nach Graufurt und Abgabe von Quests. In der Hoffnung, da ist was Passendes dabei. Wir haben ja den Ehrenpanzer abzugeben, beziehungsweise zu bekommen. Also beziehungsweise diese Lichtseide können wir bei Tanara abgeben und diese Erdenklinge. Genau. Also scheint eine Waffe zu sein. Ich hoffe, die bringt was. Für mich. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Und wie immer, vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt.